Ja, Herr Nasrizek, es ist kalt draußen und es gibt eine Einkleidung. Logische Folge, die Saison beginnt. Wie ist denn der Sommer verlaufen? Ja, bis jetzt eigentlich recht gut. Dreimal war ich so ein bisschen krank in der Woche, wo einfach so ein bisschen aus dem Rhythmus kommt. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch echt recht zufrieden. Also die Wettkämpfe liefen richtig gut, wie die Jahre davor oft auch schon. Und einfach noch konsequent zum Winter arbeiten und dann kann es losgehen. Ich habe das neue DSV-Jahrbuch gesehen. Da ist vorne Severin Freund drauf. Frechheit, oder? Skandalös. Völlig zu Recht. Also war dieses Jahr einfach ein ganz großer und mit dem Gesamtweltcup vor allem noch auf jeden Fall der Richtige. Also außerdem auch noch ein bisschen schöner. Nein. Das nennt man Fishing for Compliments. Aber sei es drum. Na, vielleicht ist ja auch eine Option in die Zukunft, denn die Skispringer, / Skiflieger, sind hier die einzigen, die eine WM haben in diesem Jahr. Bei ihnen gibt es nur die Weltcups. Ist das so ein Zwischenjahr? Ja, die Biathleten haben ja auch noch Weltmeisterschaften, aber was heißt Zwischenjahr? Ich bereite mich auch genauso vor wie auf eine Saison mit Höhepunkten, weil es gibt Weltcups, wo man auch wieder vorne mitmischen will. Sind trotzdem einfach nur Highlights mit dem Triple in Seefeld und es macht einfach Spaß und ich freue mich drauf.